Ja, ich suche gerade aber was. Wo ist denn das? Egal, lass mal jetzt so. So. Nur noch ein paar Minuten bis zum Start der Moto3-Klasse. Dritter Platz. Wir warten hier in der Startaufstellung darauf, dass die Fahrer grünes Licht für die Warm-up-Runde bekommen. Neue Reifen. Strecke. Luft 31. Wir brauchen hart. Oh, guck mal, wir haben hart. Oh Gott, wir haben ja gar nicht mehr so viel Hartreifen. Den Start werden wir bestimmt wieder verkacken. Den Start werden wir wieder verkacken und daher hängen. Und dann geht es los hier beim Grand Prix von Katalonien. Die Fahrer sind hochkonzentriert und wissen, dass sie ab der ersten Fahrsekunde 100% geben. Das war verrückt. Verrückt ist das. Cooler Kick. So schlecht. Ich starte immer so schlecht. Und diesmal ist er gar nicht so schlecht, der Start. Besser wäre jetzt gleich als erster rein da. Gleich nach vorne weg, irgendwie. Nur nicht zu viel wollen. Oh, ich muss meinen Motor auf 1 setzen. Oh Gott. Mal, wir müssen mal konzentrieren jetzt hier. Ruhig bleiben, ja. Wow, die Kurve ist so hart hier. Macht zu viele Fehler gerade. Merkst selber. Oh nein! Was? Hat er nur eine Warnung gekriegt?
Ey, ich kann nur auf Bildschirm gerade ausholen. Ich sehe nicht mal rechts, links, wie viel Zeit ich Abstand habe. Keine Ahnung. Ich kann leider den Chat jetzt gerade nicht lesen. Probier das Ding einfach nur sauber nach Hause zu fahren irgendwie. Ich bin richtig so... Auch wenn ich jetzt spreche, aber ich gucke ja nur da gerade aus, ich bin in so einem Tunnel gerade. Das glaubt ihr gar nicht. Ah! Boah! Was hast du eigentlich in Le Mans geholt? In Le Mans? Das war das Rennen davor, ne? 17. glaube ich. 17. war das, glaube ich. Wenn das trocken und Rennen war Regen, dann 17. glaube ich war das. Müssen wir gleich mal gucken. Können wir gleich gucken nach den Rennen. Ich muss einfach kontrollieren hier. Ich habe mich gerade wieder rausgebracht. Der eine Outsider. Bestimmt übelst nah hinter mir. Sechs Sekunden Abstand haben die. What? Da bin ja... Oh, zweite Mahnung. Bin ja ganz gut unterwegs eigentlich. Aber ich muss mich konzentrieren. Darf den Fokus jetzt nicht verlieren, ey. Ein Stoß, kann alles vorbei sein. Und dann der Posi. Du, ich guck da gar nicht so hin, weil ich so im Tunnel bin. Ich guck nur ab und zu mal runter auf meinen Sprit, dass ich nicht leer gehe. Aber der sieht noch ganz gut aus. Aber ich müsste jetzt ein bisschen sparsamer umgehen, damit ich die letzte Runde auch noch zu Ende fahren kann. Ja, 0,7. Ich fahre aber noch eine ganze Runde. Aber passt. Spritreserven sind ganz gut. Oh, der Hinterreifen wird langsam. Mau. Fast langsam. Ich war zu langsam, zu safe gefahren. Wieso passieren in der letzten Runde immer so viele Fehler?
Wieso kann man die nicht schön runterfahren? Acht Sekunden, okay. Das ist wirklich gut, 8 Sekunden. Aber trotzdem will ich keinen Sturz machen. Ich will trotzdem hier schön sauber ohne Sturz das Ding nach Hause fahren. Die Stars dieses aufregenden Rennens drehen ihre letzte Runde und das Endergebnis der Moto3-Klasse an. Da lohnt sich das Investieren doch. Geil! Eine 1,55 war nicht mal die Bestzeit, die wir in der Quali haben, 1,54 geschafft. Aber geil! Ich war aber wirklich, Leute, ich war so im Fokus. So, was hast du eigentlich in Le Mans geholt? Das gucken wir gleich, Nego, das werden wir gleich gucken. Aber 9 Sekunden Vorsprung. Das ist schon krass, ne? Aber wir haben auch Glück gehabt, ne? Wir sind eigentlich relativ gut vom Start weggekommen. Konnten uns gleich hinter den, der mich überholt hat, eingliedern. Und den konnten wir rechtzeitig überholen, dass wir gut durchfahren konnten, ne? Oh, die Punkte haben uns auch gut getan. Guck mal, Meisterschaft sind wir jetzt wieder auf Platz 1.